Hey Leute, seid ihr bereit? Seid ihr bereit für ein weiteres Raketenexperiment? 12 Spiele Vollgas-Skat am Maskenjackpot, das Ganze ohne Netz und doppelten Boden. Alle wollen nur das eine, viele Punkte, um sich für die Wochen- und dann Monatsmission zu qualifizieren. Ja, und was stellen wir fest? Im ersten Blatt sehe ich doch mit einem Blick mal wieder vier Damen. Mensch, die hatte ich doch am Wochenende erst dutzendfach. Und jawohl, beim Skat, leider nicht beim Doppelkopf. Da könnte ich sie ja noch ein wenig besser verwerten. Gut, auch hier werde ich mal damit leben. Ja, ganz so gerne sehe ich sie dann aber doch nicht. Die Buben machen doch irgendwie ein bisschen mehr Freude. 20er Reizung von meinem Partner, Grang wird gespielt. Erst ein Bube gezogen, dann über die Dörfer. Also wenn da nicht mein Partner gleich noch mit dem Pik Buben ins Spiel kommt oder vielleicht sogar drei Buben dagegen hat. Nee, er hat nur zwei Buben. Daher Einstich mit Pik Bube. Ja, und jetzt kommt Kreuz 9. Was soll es mir sagen? Spielt er jetzt unter seinem Ass? Schwer zu sagen, aber wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, wie ich die Kreuz 10 an dem Alleinspiel vorbeitragen soll. Also da muss ich, denke ich, mal raufmarschieren und hoffen. Nee, hat nicht das Ass. Ja, warum spielt er? Ja, und dann kommt auch Kreuz zurück. Also wenn ich eben nur die Dame lege, dann schnippelt der Alleinspieler natürlich, dann ist die 10 auch hinüber. Ja, hat mein Partner kein besseres Nachspiel, frage ich mich da. Das wundert mich ja doch bei der 20er Reizung. Dann kann ich von hier jetzt einmal Herz aufmachen. Ja, er hat Herz Ass, er hat Herz 10, hat sogar noch Herz König. Gut, kann mich jetzt ein wenig überraschen, dass er da so ein bisschen unmotiviert in die Kreuz-Doppellusche gegriffen hat. Hätte aber wohl letztlich keinen Unterschied gemacht. Alle vollen, also die Kreuz 10. Hätte ich nicht auch unterbringen können. Der Alleinspieler gewinnt also seinen Rang so oder so. Zweites Spiel, da habe ich doch mal was. Sitzt zwar in Mittelhand, aber hier im Rocket-Format sind mir das alle mal 36 wert, Karo ohne 3. Ja, allerdings natürlich mit einer blanken Kreuz 10 und einer blanken Pik Lusche ist nur wirklich kein Handspiel zu machen. Da muss ich also bei 40 mich dann geschlagen geben und dann sind wir mal gespannt, was Spieler 2 jetzt aus der Karte rauspresst. Aha, Pik wird gespielt, mutmaßlich mit 3. Ohne 4 wäre eher ungewöhnlich bei der Beikarte, die ich noch habe. Gut, dann müssen wir mal schauen, wie sich das Spiel entwickelt. Herz vielleicht kurz aufgeschlagen? Nee, lang aufgeschlagen. Und jetzt kommt der König erst im zweiten, schon mal ein Tick ungewöhnlich. Wie auch immer, ich könnte jetzt den siebten Herz spielen, denke aber mal, das ist vielleicht sogar so ein Siebentrümpfer. Ja, ich will ihm eigentlich nicht erlauben, jetzt so günstig abzuschmeißen auf die Herz-Lusche. Lieber nochmal Augen zu und durch, versuchen jetzt einen fetten Stich einzusammeln. Wunderbar, genau so habe ich mir das vorgestellt. Einmal den 21er Griff auf 49 und jetzt kommt der siebte Herz und ist natürlich eine unangenehme Karte für den Alleinspieler. Mutmaße ich mal, wenn mein Partner etwa das Trumpf Ass hat, dann müsste der Spieler jetzt hoch vorstechen. Dann allerdings wiederum könnte er gegen drei Trümpfe verlieren. Aber er entscheidet sich hier, denke ich mal, richtig mit dem Herz Buben vorzustechen. Denn ihr, wir sehen das ja, ich habe nur zwei Trumpf und wenn es jetzt der Sieben-Trümpfer ist, dann wird er gewinnen. Ja, verdammt, das Trumpf Ass saß da hinten. Also wir hatten die richtige Idee. Und wenn der Alleinspieler aufgrund der Reizung jetzt vermutet, dass ich vielleicht das Pik Ass noch habe und dann nur klein Stich die Herz-Lusche, um nicht gegen Trumpf drei Trümpfe in einer Hand zu verlieren, dann wäre es passiert, dann kommt der Überstich auf 60. Jetzt aber, wie gesagt, hat er sich instinktiv oder wie auch immer korrekt entschieden und mit dem Buben gestochen. Das war bei Trumpf 2-2-Verteilung natürlich sein Sieger. Naja, im dritten Spiel sind es dann immerhin schon nur noch zwei Damen und zwei Buben, also definitiv die Karte auf dem aufsteigenden Ast. Mit Mühe und Not habe ich mir jetzt hier auch 18 abgerungen. Ja, wo man schon sagen muss, man sieht das Spiel gar nicht mit traurigen Augen gehen. Man ist eigentlich ganz froh, wenn man letztendlich diesen Scherbenhaufen dann nicht tatsächlich in die Hand bekommt und vortragen muss. Hinterhand mischt sich ein, bietet 22, also drei Reizungen am Tisch. Das verheißt in aller Regel, dass es gleich eine interessante Partie wird,
bei der auch mal was gehen kann. Gut, beim Grang bei der 20er Reizung von meinem Partner spiele ich mal ein Ass auf. Da kann Herz ja durchaus mal die korrekte Farbe sein. Lusche, Lusche, okay, vielleicht doch nicht so gut. Was sagt es mir? Nichts, ich spiele die Dame nach. Ja, das ist doch wieder ein Stich hier für die Götter. Mein Partner hat den Herzkönig wunderbar für einen Alleinspieler reserviert, also das will mir natürlich erstmal nicht so richtig in den Kopf, aber gut, was soll's. 17 Augen, gucken wir mal weiter. Kreuz 10, okay, 27 plus wahrscheinlich das Ass gedrückt, also das ist genau der Grund, warum ich die Asse die lieber nicht drücke, sondern eher die 10 drücke. So ist es natürlich jetzt schon verraten, dass es der Alleinspieler auf 38 Augen steht. 49 plus die zweite gedrückte und dann kommt Kreuz König. Und das ist natürlich verräterisch eben. Der Spieler hätte jetzt das ein bisschen besser maskiert, dass er volle gedrückt hat, wenn er jetzt nur eben die Kreuz 10 gedrückt hätte, nicht das Ass. Ich denke mal, Spieler 2, mein Partner hätte dann trotzdem gestochen. So, aber es ist natürlich relativ klar. Und mein Partner zieht den Buben, es ist ein Gang ohne Vieren. Ja, interessant, wo er tatsächlich drei Reizungen sieht, oder wo er zwei Reizungen vor sich sieht, dass er den dann noch riskiert. Wie gerechnet, noch kann er höchstens auf 60 stehen, wenn er das Pik Ass gedrückt haben sollte, eher auf 59, wenn er nur die Pik 10 im Keller hat. Ja, mehr gibt es dann auch nicht, und damit hat er diesen Gang ohne 4 also in den Sand gesetzt. Ja, ich würde mal sagen, ausgeschieden für dieses Turnier, minus 290, das ist ganz schwer aufzuholen. Da kannst du dann erstmal nur den Kopf in den Sand stecken, beziehungsweise solltest du vielleicht nicht tun, aber das wird dann keine gute Liste mehr. Und Spieler 2, der, das könnte seine Liste werden, er kommt wieder ran, spielt jetzt den Karo Hand gegen die 20er Reizung. So, was wird mein Partner machen? Einen dunklen Buben wird er mir doch wohl zutrauen. So, da kommt das Trumpf Ass, 15 Augen, und dann mal ran an den Feind. Herz läuft, 29, Herz 10 läuft, 39. In dem Fall ist es dann, denke ich, korrekt, hier den siebten Herz zu bringen. Der setzt den Alleinspieler ein wenig unter Druck. Oh, Abwurf Pik König, den kann er sich auch noch erlauben. Gut, mit dem Stich kommen wir natürlich jetzt erst auf 58, also ein Trumpfstich müsste jetzt mein Partner noch machen. Dass wir noch einen Stich im Fehl machen, das wäre jetzt sehr weit hergeholt, sehr ungewöhnlich. Ein Trumpfstich brauche es jetzt eben schon noch bei meinem Partner. Ich meine, der Alleinspieler hat wahrscheinlich Pik Ass noch, vermute ich mal. Dann hat er nur 6 Trümpfe gehabt mit Pik Ass König und dieser Doppel-Lusche in Herz. So, da ist der große Trumpf. Das ist doch nicht zu fassen. Ich glaube, da liegt ein Trumpf. Wenn da nicht der Karo Bube liegt, dann fresse ich jetzt einen Besen. Ja, der Karo Bube im Stock, und das ist der Gewinner hier für den Alleinspieler mit 62. Also da reitet der einen ganz heißen Zahn, muss man sagen. Weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob ich in der Situation dann wirklich den Pik König abgeschmissen hätte, wo ich noch nicht die Trumpfkonstellation kenne. Aber gut, Spieler hat es gemacht, es hat geklappt, Karo Bube lag, alles fein. Und jetzt geht ein Grang hinterher. Partner öffnet Kreuz, ich bringe die Farbe nach. Okay, er spielt blank wahrscheinlich aus. Ja, super, er spielt blank aus und hat nicht mal einen Buben. Spielt dem Alleinspieler jetzt hier die Kreuz 10 hoch. Ja, da, woher soll ich das ahnen? Hätte ich es geahnt, kann ich natürlich auch die Farbe wechseln, dann kriegen wir wenigstens noch einen Kreuzstich. Ja, das kannst du ja nicht ahnen, die Farbe wird verlangt, gut, und der ist mit 4, Karo Ass ist auch noch dabei, also dann ist das hier auch unser letzter Stich. Ja, Karo Ass dabei, Herz Ass noch dabei, also schön Schneider gespielt, und guckt euch das mal an, 500 Punkte bei Spiel 5. Ja, und der andere minus 290, ich selber gucke hier nur zu, mal gucken, ob das so bleibt, dass ich der staunende Zaungast hier bleibe, ist ja auch mal eine ganz interessante Rolle, manchmal fällt sie einem beim Skat eben zu. Ja, ich muss sagen,
unter diesen Grundvoraussetzungen, ja, da piekt es mich jetzt auch irgendwie nicht, solche schwachen, schlechten Ansätze irgendwie zu testen. Na, logisch könnte man hier den Kreuz reizen bis 24, vielleicht sogar bis 36, aber es ist doch nicht wirklich was und ja, tatsächlich denke ich, vielleicht hat Spieler 2 ja zwischendrin auch mal ein kleines Problemspiel. Dann soll er es vortragen, wenn er in Mittelhand trotz 500 Liegen schon wieder 18 bietet. So, Kreuz unter dem Ass, das ist natürlich mal ein bisschen, ja, man könnte schon fast sagen, hinterlistig, aber diese Tricks sind dann auch häufig mit Selbstüberlistung. Hier muss der Spieler bedienen. Man hat die blanke Kreuz-Lusche im Blatt gehalten, mein Partner spielt zurück, also hat natürlich jetzt kein Kreuz mehr, der Spieler auch nicht. Dann hätte ich in dem Fall natürlich besser direkt das Kreuz Ass gespielt. So, Spieler zieht von oben, dann von unten. Naja, das muss wohl heißen, dass mein Partner noch den Pik Buben hat. Also mit anderen Worten, ich kriege ihn jetzt noch wunderbar in Szene gesetzt auf den Pik Buben. So, und jetzt kommt Herz 8, Herz 9, okay. So, Herz 10, Herz Dame. Also das ist ja schon wieder. Der Stich reicht noch nicht. Wir kommen damit nur auf 58, aber wo sollen wir sonst jetzt mehr machen? Ich denke mal, dass mein Partner dann wohl noch den Stich mit dem Herz König machen wird. Ansonsten ja, hätte er ja nicht Herz ausgespielt. Allein schwer vielleicht noch Karo Ass und die Herz Lusche. Ist aber nicht der Fall. Es ist nicht der Fall. Er hat Herz Ass 10 zu 4, Herz Ass 10 König Lusche. Und mein Partner hat noch das Karo Ass. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, wir haben 58. Weiß ich das? Kann ich das ahnen? Dann kann ich auf den Herz König warten. Herz König mit Ladung Karo Ass. Aber letztendlich, mein Partner macht es mir da ja auch wirklich unnötig schwer. Wieso spielt er aus Herz Lusche Dame und dann noch die Lusche hinterher? Das ist natürlich ganz schwer für mich zu lesen. Da hätte er wohl viel besser unter seinem Karo Ass zu dritt dann da weitergezupft. Da kann doch dann nicht viel passieren. Und dann kriegen wir automatisch, kann ich die Karte erkennen und kriegen wir automatisch den Stich Herz König, Karo Ass, Bube auf 60. Ja, naja, also es läuft bei Spieler 2, hat gute Karten, gewinnt die Spiele knapp, indem er sich auch richtig entscheidet mit Riecher, wie siehe das zweite Spiel, wo er korrekt mit dem Buben einsticht, gewinnt mit 62, gewinnt mit 61, jetzt gewinnt wieder mit 62. Ja, und jetzt hier Kreuz mit rein, wie es ausschaut hinterher. Also kann sich, nee, kann sich nicht beklagen. Ja, gut, das muss man sagen, auch schon ein wenig unkonventionell von meinem Partner hier gespielt, auf den Herz Buben die Trumpf 10. Also typischerweise, wenn ich nur zwei Trümpfe habe, dann soll er doch den Herz Buben erstmal übernehmen. Die Trumpf 10 kann er dann ja immer noch im nächsten Stich zwangsläufig legen. Falls ich den Pik Buben habe, passiert dann gar nichts. So, ja, hat das dem Alleinspieler jetzt natürlich wieder leicht gemacht. Denn der hat jetzt den Stich mit dem Mittelbuben erstmal gemacht und hat jetzt den nächsten stehenden Buben wieder in der Hand. Ja. Und jetzt kommt auch keine Wimmlung. Das sieht nicht gut für uns aus. Ja, Rest beim Alleinspieler, da sind wir wieder Schneider. Mensch, das ist aber eine Batterie von Spielen. 6 zu 0, fast 700 Spielaugen nach 7 Spielen. Mensch, also ein Spiel wollte ich ja irgendwann auch mal gerne machen. Vielleicht dieses hier. Aber jetzt ist Spieler 3 wieder mit dabei. Gut, mehr als 23. Ne, dann nicht. Was nicht geht, das geht nicht. Dann lassen wir Spieler 3 hier den Vortritt. Ein Grang mit 2. Das Ass muss ich rausnehmen. Gut, ich weiß noch gar nichts, außer dass ich meine Flotte in Herz, zumindest 3, 4 Stück vermute. Ja, damit sind wir raus, 31. Und da klappt auch schon die Karte auf. Ja, auch übrigens natürlich nicht ganz. Ah, 32 haben wir sogar, ne? Aber natürlich hat der Spieler hier nicht optimal auf Schneider gespielt. Das geht damit los, dass er die Herz-Dame anbietet und hört damit auf, dass er jetzt abschmeißt, womit wir raus sind, uns nicht mal versucht zu stechen und uns Schneider zu spielen. Gut, der hat vielleicht mit der Liste auch schon abgeschlossen. Nach diesem verlorenen Gang ohne 4, dann schleichen sich solche ja, Unsachlichkeiten auch noch ein bisschen leichter ein. So, jetzt wollen wir eher noch mal gucken.
Das muss doch jetzt das Spiel sein, wo wir Spieler 2 wenigstens einmal auf die Angel nehmen können. 4 Trumpf dagegen, Farbe frei, Karo geöffnet, hinten die 10 bei meinem Partner freigespielt. Verheißungsvoller Start, sage ich mal. So, hat er etwa kein Karo mehr? Doch, er hat noch Karo, Karo zurück, wunderbar, ins Ass gespielt. Ich habe den siebten Karo, den König in der Hand. Ja, und der Alleinspieler hat offenbar irgendwo ein kleines Problem, zumindest hat er keine riesen Trumpfstärke, will erstmal über die Dörfer sein Kreuz volles retten, das kann er aber nicht, da ich kein Kreuz habe. Das sind 34 und ich kann jetzt den siebten Karo bringen. Mein Partner, der ein paar weniger Trümpfe hat, kann dann überstechen. 43, ja, Kreuz König. Kreuz König bringt mich jetzt aber auch schon wieder ins Grübeln. Also wenn der Alleinspieler nur 5 Trümpfe hat, wovon ich ausgehe, mit 6 Trümpfen würde er nicht über die Dörfer gehen, sondern hätte Trumpf weitergespielt. Kann also nur 5 Trümpfe haben. Dazu Karo Ass Lusche und ja, vermutlich 3 Kreuz, sonst hätte er auch noch Pik dabei, was ich unwahrscheinlich halte, und dann bedeutet es, er hat die Kreuz 10 noch besetzt. Also was will denn mein Partner von mir hier mit dem Kreuz König? Ich habe doch 4 Trümpfe, ich kann doch jetzt da nicht ins Leere einstechen. Also das erscheint mir wieder eine Karte zu sein, die mich aufs Glatteis führt. Da kann ich an sich irgendwie nur hoffen, dass mein Partner jetzt wenigstens noch die Kreuz Dame hat und ich den das Pik Ass bei meinem Partner auf den Kreuzstich unterbringen. Deswegen auch hier die kurz überlegt, aber klar, ich muss unterbleiben. Und jetzt brauchen wir den Stich, und da kommt der Stich, na, immerhin 58, und ich habe noch einen Trumpfstich in der Hand. Also tatsächlich hat es einmal gescheppert, einmal wurde es jetzt aber auch Zeit, hat Spieler 2 ein Beatspiel eingestreut, ist damit auch gleich wieder ein bisschen zurückgefallen auf 571. Also ja, dieser Modus verzeiht an sich wirklich kein Beatspiel. Es ist natürlich immer noch eine sehr gute Liste, sie ist auch noch nicht zu Ende. Aber ja, vorher 670, 680 ist natürlich noch ein ganz anderer Schnack. Das ist dann ein überragendes Ergebnis. 570 ist natürlich immer noch gut. Aber eben nicht mehr so herausragend, wie du es hier gerne mal hättest. Ein, zwei von diesen ganz starken Wochenergebnissen, die reichen dann ja schon fast, um sich sicher zu qualifizieren. So, das Spiel läuft jetzt hier ein bisschen lax vor sich hin. Ich denke auch nicht, dass wir groß was tun konnten. Interessant, hier jetzt gerade schon wieder, dass mein Partner Spieler 2, also auch offenbar nicht ganz im Film ist, hat hier den Kreuz König, also wieder für den Alleinspieler aufbewahrt, sagen wir mal, nicht auf meine Kreuz 10 gelegt, was mich ein wenig überrascht. Die Karte war schließlich durchgeklärt, also 4 Augen mehr hätten wir haben können. Gut, Alleinspieler gewinnt mit 65. Tja, Spieler 2 hat vielleicht die Übersicht so stark, dass er weiß, sonst hätten wir nur 59 bekommen. Das wollte er aus psychologischen Gründen vielleicht nicht. Deswegen hat er den Kreuz König mal zum Alleinspieler geschoben, damit dann 65 dabei rauskommt. Will ich ihm das mal wohlwollend unterstellen. Ja, und jetzt allmählich glaube ich doch, ich komme aus dieser Liste raus und mache nicht ein einziges Spiel. Ich kriege keins. Guckt es euch an, 0 zu 0 stehe ich immer noch. Und jetzt wird Herz Hand gespielt. Ich habe gar keinen Trumpf. Mein Partner hat auch die 20 geboten. Ist denn das jetzt der zweite Blattschuss von Spieler 2? Schießt er sich jetzt auch noch richtig ab, kurz vor Schluss? Also der Stich deutet irgendwie darauf hin. Mein Partner, ja, denke ich mal, blank aufgeschlagen. Karo Lusche, Karo König liegt vielleicht im Stock, würde ich vermuten. Tja, ich würde mal sagen, das wird jetzt ein sehr schwerer Gang für Spieler 2. Klar, der hat Angst wegen seinem Karo Ass, greift von oben hin. Alle Trumpf dagegen. Oh, nee, doch nicht. Also klar, es sind alle Trumpf dagegen, aber es sind wohl bei weitem nicht so viel, wie ich jetzt vermutet oder erhofft habe. Karo König, Herr Trumpf König, ich schon im ersten Trumpfstich, jetzt schon Karo Bube. Also entweder der Alleinspieler hat wirklich 7 Trumpf in der Hand, oder es liegt noch ein wenig Trumpf. Kreuz Ass hat er auch blank. Ja, und da fliegt schon der Pik Bube von meinem Partner. Eieiei. Dann ist das Spiel ja deutlich stärker als gedacht. Kreuz Dame, damit kann ich natürlich auch überhaupt nichts anfangen. Alleinspieler sticht, ach.
Ich bin verwirrt. Also manchmal glaube ich auch, ich verstehe das nicht. Jetzt kommt der Karo König noch bei meinem Partner aus der Hand geflogen hier im achten Stich. Da hatte ich ja nie mit gerechnet. Hätte ich Stein und Bein drauf geschworen, dass der blank aufgespielt hat. Also schon irgendwie sehr unkonventionell, wie hier Skat gespielt wird. Und jetzt guckt euch das an. Jetzt machen wir hier noch einen 13-Augen-Stich, sind raus. Ja, warum hat er denn die Pik Lusche nicht abgeschmissen, eben auf den 7-Augen-Stich? Dann wären wir doch Schneider gewesen. Also gut, komisches Spiel. Ich muss nicht alles verstehen. Auf jeden Fall hat sich Spieler 2 mit diesem gewonnenen Handspiel wieder auf 650 katapultiert. Und jetzt werde ich mal ein Spiel vor Schluss nur noch mal schauen. 125 Punkte Vorsprung habe ich noch vor Spieler 3. Also ein 72er darf er noch haben, ein 96er nicht, und ich sollte auch selbst kein teures Spiel verlieren, sonst rutsche ich womöglich sogar noch hinter Spieler 3. Tja, naja, nee, ich brauche jetzt so einen dusseligen 5-Trümpfer mit einem hohlen Ass, den brauche ich jetzt nicht. Damit würde ich die Messe gelesen, würde ich meinen. Spieler 2 gewinnt also auf jeden Fall diese Liste. Spieler 3 bleibt im Minus. Und jetzt gucken wir mal, ob Spieler 2 ein überragendes Ergebnis erzielt oder jetzt nochmal eingebremst wird. Aber er spielt krank, trotz der Reizung von meinem Partner. Gut, 20 könnte mich motivieren, Herz auszuspielen, aber vielleicht ist mein Partner ja auch eine Farbe frei, hat einen Buben abbekommen. Ich denke mit der 10 zu 4, schön mit dem Mittelfeld, König, Dame, 9 in Pik, ist das hier ein Pflichtaufschlag. Ja, mein Partner hat das Pik Ass. Wahrscheinlich blank, sonst hätte er wohl die Lusche nachgespielt. Gut, gehe ich rauf. Ein Stich. Kommen jetzt die Buben links, rechts? Nee, hat sogar wieder drei Buben. Also mein Partner hat gar keinen Buben abbekommen. Okay, Pik Lusche. Dann sind wir schon mal raus. Und dann kann ich jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwo ein Kreuz oder ein Karo noch ein wenig was machen. So, Karo 10, wenn da noch ein Karo Bild kommt. Nee, hat tatsächlich nur noch Kreuz, also auch diesen Gang souverän gewonnen. 749, ja, wenn das mal kein Ergebnis ist, und Spielanteile 8 zu 1, 9 von 12 möglichen Spielen dazu noch einmal 40 von der Seite geholt. Also das sollte für Spieler 2 ein echtes Fest gewesen sein, ein richtiger Spaß. Spieler 3 hat gleich einen auf die Rübe gekriegt, ein teures Ding ohne Vieren, Gang ohne Vieren, aber im Rocket versuchst du die halt. Ja, und ich bin hier mit 0 zu 0 nach Hause gegangen. Ja, Mensch, langweilig, unspektakulär. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich konnte es ja nicht ändern. Letzte Woche hatte ich sehr schöne Karten, viele Spiele. Aber beim Skat, da ist es nun mal ein Auf und Ab. Da kannst du nicht immer nur glänzen. Manchmal musst du auch einfach, so wie hier, ganz viele Klinken putzen und ganz viel Fleiß investieren, Zeit investieren, ohne dass viel bei rumkommt. Gut, was soll ich sagen? Ich entlasse euch damit mal und hoffe, dass die nächsten Listen bei euch und bei mir dann ein wenig mehr Substanz zu bieten haben, ein wenig mehr Blätter und ein wenig mehr Spaß. Also wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Gut Blatt.